Ich bin euch ja noch ein Video hier zu meiner Leimpresse schuldig. Und zwar wollte ich ja noch ausprobieren, ob man mit dieser Presse auch Anleimer, in meinem Fall hier 2 mm Starkfurnierkanten, aufpressen kann. Das habe ich in der Vergangenheit ein paar Mal gemacht, auch vieles dabei gelernt, wie das am besten funktioniert. Und es funktioniert wirklich wesentlich einfacher, als ich mir das am Anfang gedacht habe. Es funktioniert wirklich gut. Und ja, wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt am besten einmal. Die Presse muss natürlich eingestellt werden. Das könnt ihr alles sehen in den vorangegangenen Videos zu dieser Presse. Die verlinke ich euch. Dann braucht ihr ein Werkstück, das bekantet werden soll. Und damit das Ganze hier nicht zu einfach wird, habe ich hier eine große Tischlerplatte genommen. 2 Meter lang, etwa 65 cm breit. Da soll eine lange Kante drauf. Die Kante ist passend abgelenkt, wird jetzt beleimt. Ich glaube, dazu gibt es ein Video von mir. Das verlinke ich euch, wenn es da was gibt. Auch wie man das ohne Presse macht, habe ich, glaube ich, auch mal gezeigt. Ich suche die Videos raus und was ich da finde, packe ich euch in die Videobeschreibung. Also hier kommt Leim auf die Kante. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Soll ja keine Riesensauerei werden. Es wird die Kante hier aufgelegt. Die Presszulage liegt auch schon bereit. Das ist eigentlich bei der ganzen Sache der schwierigste Teil. Also schwierig ist dabei nur, dass man sich und die Presse dabei möglichst wenig einsaut. Aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, geht es erstaunlich gut. Wichtig ist jetzt hier die Zulage. Die ist 24 mm breit aus Multiplex und 5 cm stark. Ich hatte zuerst eine Zulage, die 11 cm stark war. Das hat nicht funktioniert. Die war einfach zu dick. Die hat zwar den Druck gut übertragen, aber wenn da kleine Toleranzen drin waren, dann gab diese Zulage überhaupt nicht nach. Und das war halt schlecht. Und hier mit 5 cm funktioniert das wunderbar. Die Zulage überträgt noch genug. Aber sie gibt im Notfall auch mal ein paar Zehntel Millimeter nach. Diese Zulagen habe ich jetzt in verschiedenen Längen. Einmal so lang wie die Presse für solche Werkstücke hier. Aber auch noch kürzere, für wenn ich kurze Stücke verleime. Dann kann ich im Wechsel jeweils mit 3 Presseinheiten arbeiten. Und dadurch, dass die Zulage so breit ist wie die Kante, ist das Ausmitteln der Kanten auf den zu beleimenden Werkstücken sehr einfach. Man greift einfach hier von oben drum, schaut, dass beides rechts und links übersteht und dann passt das. Und wenn ihr euch die Kante anschaut und irgendwo seht, dass es nicht dicht wird, habt ihr jederzeit die Möglichkeit, noch zwingen anzusetzen. Das ist aber hier nicht notwendig. Das kann notwendig werden, wenn die Kante der Platte nicht 100% gerade ist und 100% sauber ist. Ich habe die vorher über die Abrichte geschoben, habe also eine saubere, glatte und gerade Kante. Das sollte also nachher wirklich alles dicht sein. In einem der vorangegangenen Videos habe ich ja die Vermutung angestellt, dass dieses Kantenanleimen nur geht, wenn man hier zwischen irgendwas dazulegt, dass also diese Presseinheiten hier mit Abstand zur Plattenoberfläche sitzen. Wie ihr seht, ist das überhaupt nicht notwendig. Die Presseinheit zieht sich unten dicht an die Platte ran. Oben ist die Zulage etwas breiter, in etwa so breit wie die aufzuleimende Kante. Und dadurch braucht man keine Zwischenstücke. Das zentriert sich praktisch alles von allein. Das funktioniert super. Ich lasse das jetzt trocknen und zeige euch gleich das Ergebnis. Die Platte war jetzt etwa für 20 Minuten in der Presse. Das reicht auch bei normalem Weißleim. Man braucht also keinen Expressleim. Und jetzt muss ich natürlich den Beweis antreten, dass das Ganze auch hält und dicht ist. Und deswegen muss ich die Kante erstmal bündig fräsen. Das ist also alles schön dicht geworden über die gesamte Länge. Ja,
jetzt die Rückseite. Auch da ist alles wunderbar dicht. Also auch das funktioniert mit dieser Presse. Nachdem ich ja am Anfang ein paar Startschwierigkeiten habe, bin ich mittlerweile wirklich sehr zufrieden mit dem Ganzen, so wie es hier aufgebaut ist. Leimholzpressen funktioniert hervorragend. Bei dünnen Platten wird es ein bisschen knifflig, aber das geht. Und wie ihr gesehen habt, funktionieren auch Kanten. Jetzt kann man natürlich auch dickere Anleimer hier aufpressen. Theoretisch gehen auch Furnierkanten, obwohl ich die eigentlich nicht gerne verwende. Bei Furnierkanten würde ich euch aber dazu raten, die Zulage mit einem Kork oder einem harten Gummi zu belegen, damit die Zulage etwas nachgeben kann. Mehrere Lagen Kreppband würden auch funktionieren. Die wichtigste Erkenntnis hier war wirklich diese 5 cm Zulage. Keine zu dicke Zulage, aber eben auch nicht zu dünn. Seit ich das verwende, habe ich wirklich super Ergebnisse. Und wenn ihr überlegt, euch auch so eine Presse zu bauen, ich verlinke euch, wie gesagt, die vorangegangenen Videos. Da findet ihr alles zum Bau dieser Presse, was ihr da braucht, wie das funktioniert, wo die Probleme liegen. Ich bin, wie gesagt, sehr zufrieden, auch mit den Ergebnissen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag und habt viel Spaß in eurer Werkstatt.